Genau 146 Tage nach dem Gewinn der Pro-A-Meisterschaft und dem letzten Spiel gegen die Oettinger Rockets aus Gotha standen sich der MBC und die Thüringer an gleicher Stelle wieder gegenüber. Allerdings nun in der ersten Basketball-Bundesliga. Ein rappelvoller Wolfsbau, beste Stimmung und hochmotivierte Mannschaften fieberten dem Auftakt im Basketball-Oberhaus entgegen. Grund genug, einmal bei den Fans und Unterstützern nachzufragen, wie man die kommende Saison 2017-2018 für den Mitteldeutschen Basketballclub einschätzt. Also ich hoffe natürlich, dass wir einen Klassenerhalt schaffen. Das ist auch immer das größte Ziel, was der Club ja an sich hat. Und ich hoffe natürlich, dass wir so viel Siege wie möglich holen und auch sehr zeitig die Siege holen, dass wir uns vielleicht schon im April zurücklehnen können und die letzten Spiele wirklich entspannt sehen können. Ich denke, das Wichtigste für unseren MBC ist, wirklich in der Liga zu bleiben. Das ist unser Wunsch, denn hochtrabende Träume sollte man später vielleicht träumen. Dass wir den ein oder anderen Spitzenkandidaten einfach mal weghauen. Also ich hoffe und wünsche mir, dass der MBC dies Jahr locker und ohne Probleme in der Bundesliga verbleibt. Es wird ganz schön schwer werden, aber ich hoffe doch, dass wir einen Klassenerhalt schaffen und um Platz 10, 12 einrangieren können. Das Spiel heute, super Leistung, top, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Da mache ich mir um den Klassenerhalt überhaupt keine Sorgen. Aber nun zum ersten Spieltag und dem mitteldeutschen Derby. Die Oettinger Rockets kamen mit schlechten Voraussetzungen an die Saale gereist. 4 Spieler erkrankt und keine Vorbereitungsspiele sind für einen Start in die Belletage des deutschen Basketballs keine guten Voraussetzungen. Anders der MBC. Das letzte Vorbereitungsspiel gegen Jena gewonnen und motiviert bis in die Haarspitzen. Und das zeigten die Wölfe auch gleich. Hier regiert der MBC. Neuzugang George Drenovac eröffnet das erste Viertel mit einem Zweier und Floor General Marcus Hatton platzierte einen Dreier in der Reuse. Die Raketen überrascht und brauchten 5 Minuten bis zu ihren ersten Punkten. Beim Stand von 17-9 und 3 Minuten vor dem Ende des ersten Spielabschnitts Freude bei den Wölfe-Fans. Der Kapitän Malte Schwarz betritt nach längerer Krankheit wieder das Parkett. Hektisch ging es ins Viertel 2. Türsteher George Pantelic zeigte den Gästen bereits nach 50 Sekunden mit einem Zweier, wie der MBC das Spiel weiter gestalten möchte. Die Raketen brauchten dann auch unglaubliche 8 Minuten, bis sie die ersten Punkte, Freiwürfe von Ekene Igbewe, platzieren konnten. Mit 43-26 ging es für beide Mannschaften in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zog der MBC-D-Zug weiter an den Gotha Rockets vorbei. Gästecoach Ivan Pavlic, der am Spieltag seinen Geburtstag feierte, hatte nicht viel zu lachen. Auch im Schlussviertel behielt der MBC die Oberhand. Malte Schwarz gelang in der Folge sein erster Dreier in der neuen Saison. Und auch Benedikt Turudic belohnte die Einsatzentscheidung des Coaches mit 2 Punkten zum Endergebnis von 82-69. Und somit konnten die Fans zufrieden den ersten Spieltag in der ersten Basketball-Bundesliga feiern. Und für 2 Tage stand der MBC sogar auf Tabellenplatz 2. So freute sich ein wiedergenesener MBC-Kapitän Malte Schwarz über den tollen Start und die Leistung seines Teams. Unglaublich stolz, unglaublich froh, dass wir das gewonnen haben. Gegen den Mitaufsteiger ist immer schwer. Ich denke, wir sind mit viel Energie rausgekommen. 9-0 gestartet, glaube ich. Die Neuen haben dann sofort gemerkt, was hier los sein kann, wenn wir mit Energie spielen. Die Halle hat uns nach vorne gepusht und auch als sie dann im Ende ersten Viertel, Anfang zweites Viertel wieder rangekommen sind, war die Halle immer noch da und wir konnten dann daraus wieder Energie schöpfen und sind dann richtig weg mit 15-20. Und haben das dann ganz in Ordnung zu Ende gespielt. Es hätten natürlich am Ende noch ein paar mehr Punkte sein können, aber ja, die Kraft hat dann ein bisschen nachgelassen. Aber nach der Vorbereitung, denke ich, war das ein super, super Auftakt. Jetzt müssen wir uns aber auch auf die nächsten Spiele konzentrieren. Das war ein guter Start, aber wie gesagt, nur ein Sieg erstmal. Für Chefcoach Igor Jovovic war es der erste Erfolg im Oberhaus des deutschen Basketballs und er hatte allen Grund, stolz zu sein. I'm very happy with the performance of the team tonight.
Ich bin sehr zufrieden mit der Performance meines Teams heute Abend. Wir haben sehr energiegeladen 40 Minuten gespielt. Wir haben für die Fans gekämpft und das inspiriert mich für die kommenden Spiele. Drei Viertel lang haben wir den Rhythmus des Spiels bestimmt und eine sehr gute Defense gespielt. Wir haben den Gegner eingebremst und wussten, dass Gotha ein gefährlicher Gegner mit einer Reihe von individuellen Spielern ist. Im letzten Viertel haben wir wohl an das hohe Ergebnis gedacht und spielten etwas relaxed. Das ist aber in dieser Spielklasse nicht zu akzeptieren. Wir werden weiter hart arbeiten, um das Maximum zu zeigen. Thank you very much and all the best for the next game.